The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Partnerschaft mit Christus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Ende ist nahe. Gott ruft die Gemeinde auf, alles in Ordnung zu bringen, was noch in Ordnung zu bringen ist. Ihr Mitarbeiter Gottes, ihr seid vom Herrn ermächtigt, andere mit euch ins Himmelreich zu bringen. Ihr sollt Gottes lebendige Werkzeuge sein, Kanäle des Lichtes für die Welt. Ihr seid von himmlischen Engeln umgeben, die von Christus beauftragt sind, euch zu tragen, zu stärken, euch im Werk der Seelenrettung zu unterstützen. Setzt euch deutlich von der Welt ab. Seid in der Welt, aber nicht von der Welt, indem ihr die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit widerstrahlt, rein, heilig und unbefleckt seid, und im Glauben Licht über alle Straßen und Nebenpfade der Erde tragt. Die Gemeinden sollen aufwachen, bevor es auf ewig zu spät ist. Jedes einzelne Gemeindeglied soll seine ganz persönliche Aufgabe anpacken und den Namen des Herrn, durch den es berufen ist, verteidigen. Gesunder Glaube und ernste Frömmigkeit soll an die Stelle der Trägheit und des Unglaubens treten. Wenn der Glaube sich an Christus klammert, dann wird die Wahrheit Freude in die Seele bringen und die Gottesdienste werden nicht langweilig und uninteressant sein. Täglich werdet ihr eine tief befriedigende Erfahrung machen, wenn ihr das Christentum, zu dem ihr euch bekennt, auslebt. Sünder werden sich bekehren. Ach, dass sich alle aufmachten und der Welt zeigten, dass sie einen lebendigen Glauben haben, dass die Welt sich mit einer lebenswichtigen Frage auseinandersetzen muss, dass Jesus bald kommen wird. Die Menschen sollen erkennen, was wir glauben, wir stehen an der Schwelle zur ewigen Welt. Der Aufbau des Gottesreiches wird je nach der Treue oder Untreue der menschlichen Helfer verzögert oder vorangetrieben. Das Werk wird behindert, wenn Menschen nicht mit Gott zusammenarbeiten. Die Menschen können beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn sie aber dieses Gebet nicht ausleben und entsprechend handeln, werden ihre Bitten ergebnislos bleiben. Aber obwohl ihr schwach, fehlerhaft und sündhaft seid, macht der Herr euch das Angebot, mit euch eine Partnerschaft einzugehen. Er lädt euch ein, euch von Gott belehren zu lassen. Mit Christus vereint könnt ihr die Werke Gottes tun. Getrennt von mir, sagt Christus, könnt ihr nichts tun. The Lord is coming. Are you ready?